Ja, Pilzfreunde, natürlich ist es auch so, wenn man Pilze sucht, dann kennt man solche Ecken. Und hier haben wir natürlich schönes Wasser. Und was es hier natürlich gibt, sind natürlich Pilze, nämlich später dann werden wir hier die Morcheln sehen, also die Spitzmorcheln. Das ist noch zu früh, es hat noch Botenfröste hier. Aber wir sehen die ersten und anderen wunderbar gesunden Kräuter. Und da kommen die Spitzen hier raus und das ist natürlich der Bärlauch an diesen wässrigen, wunderbaren ja, Gewässern. Ich mache immer nur einzelne ab, um die Pflanze nicht zu sehr zu schädigen. Aber das ist natürlich eine richtig schön nach Knoblauch und ja, Lauch schmeckende Pflanze. Die ist natürlich super gesund und schmeckt richtig schön frisch. Bringst du mir mal den Pilzkorb? Pilzkorb, das ja. Und der Pilzkorb wird jetzt ein Kräuter-Pilz-Bärlauchkorb. Und vielleicht finden wir noch ein paar andere. Den Froschlöffel könnte man auch essen. Aber, genau. Aber warte, vorsichtig. Man muss natürlich genau aufpassen, was man sammelt. Also das ist Bärlauch hier. Hier sieht man übrigens auch mal die Zwiebel. Nicht? Also die ist hier unten drin. Zwiebelgewächs, die lassen wir aber in Ruhe. Die darf weiter wachsen. Wir holen uns hier so ein paar größere Blätter. Und das wird noch ein paar Tage dauern. 1-2 Wochen. Und dann ist hier alles voll. Und hier könnt ihr mal die Bärlauchzwiebeln ganz gut sehen. Die sind normalerweise eher vergraben, aber hier hat wahrscheinlich ein Maulwurf die teilweise freigelegt. Das macht auch nicht viel Sinn, die im Garten zu pflanzen, denn die würden dort meistens sowieso nicht so richtig was werden. Wer Bärlauch sammelt, sollte natürlich aufpassen, dass man hier keine giftigen Kräuter sammelt, nicht? So nennen die Herbstzeitlose. Genau, lass die Zwiebeln drin. Aber hier überall die ersten wunderschönen Bärlauchtriebe. So, und da legen wir jetzt mal los. Übrigens, das ist meine Spitzmorchelstelle. Ja, Pilzfreunde, und solange wir noch auf die Frühjahrspilze warten, solange also es noch richtig kalt ist und hier schneit es zum Teil, reden wir doch ein bisschen über die Kräuter, denn die brauchen wir auch in der Pilzpfanne. Also, der Bärlauch oder auch Allium ursinum ist natürlich eine Pflanzenart aus der Gattung Allium und damit also verwandt mit Schnittlauch, Zwiebel und Knoblauch. Und er ist in weiten Teilen Europas, Asien und im Wald sehr, sehr häufig. Und er ist ganz früh im Jahr austreibend, bevor die Bäume sozusagen ihre Blätterdächer entwickeln und damit den Boden zu sehr beschatten. Also er ist für uns ein extrem geschätztes Wildgemüse und wird auch generell von ganz vielen Leuten gekannt und gesammelt. Also ich erzähle jetzt hier nicht furchtbar viel Neues, aber ich möchte ihn gern auch hier vorstellen. Denn der macht als erstes mit Freude im Frühjahrssalat. Manchmal nennt man ihn auch Knoblauchspinat oder wilder Knoblauch. Manche nennen ihn auch Waldknoblauch oder auch Rinsenknoblauch. Ich habe selbst schon sowas gehört wie Hexenzwiebel, Hundsknoblauch oder auch Waldherre. Also es gibt ganz viele verschiedene Namen, wie bei all den Pflanzen, nicht? Ihr wisst ja, in jedem Dorf hat die Pflanze einen anderen Namen. Denkt nur mal an Saudistel, Kuhblume und andere Bezeichnungen für den Löwenzahn. Schreibt mir doch mal, wie heißt er denn bei euch? Immer wieder spannend, Pflanzennamen. Nun, der Bärlauch ist natürlich eine ausdauernde und sehr krautige Pflanze, die am Ende 20 bis 30 cm Wuchshöhe erreicht. Er ist hier noch richtig klein und hat im Prinzip eine schlanke, längliche Zwiebel. Und das ist schön, dass ich die hier auch mal zeigen kann. Die ist natürlich normalerweise im Boden vergraben. Aber hier eben ja, ein bisschen grünlich geworden, dadurch, dass Sonne dran kam an die entsprechenden Zwiebelkeimblätter und eben weil sie durch einen Maulwurf nach oben befördert würde. Ja, in den Ansätzen werden natürlich die entsprechenden Laubblätter gebildet, sind in der Regel 2 bis 4, selten können sie dann aber auch mal 6 cm lang werden. Und die sind natürlich hier noch ganz früh Ende Februar, da ist bald der ganze Waldboden einfach grün. Später dann natürlich von den wunderschönen und stark duftenden Blüten entsprechend ja noch richtig schön weiß gefärbt. Nun, wir haben dann später dann, wie gesagt, diesen Blütenstandsstiel, was ich schon gesagt habe. Der ist dreikantig, annähernd dann irgendwie so ründlich aussehend, aber am Ansatz ist er beblättert. Und dann haben wir in der Regel 2, seltener auch mal 3 grundständige Laubblätter hier. Und dann haben wir hier ja, Stiele dieser Blätter, die können, wenn sie voll ausgewachsen sind, 5, vielleicht auch 20 cm lang werden, an besonders feuchten Stellen wie hier. Nun, sie verbreitern sich dann relativ schnell und abrupt und können dann flächig werden, also 2 bis 5 cm flach, elliptisch und lanzettliche Blätter bilden, also eine Blattspreite. Die Oberfläche der Blätter glänzt sehr schön und ist eben von dem dunkleren Grün ja richtig schön im Wald zu sehen.
Die Unterseite ist etwas matter und der Geruch ganz klar. Wer es mal gerochen hat, erkennt es sofort. Typisch lauchartig. Nun, die Blütezeit ist ab Wetter abhängig und reicht in der Regel irgendwo von April bis Mai, bei uns hier im Süden Deutschlands aber häufiger früher. Der Blütenstand wird umschlossen von zwei dreiklappigen, ja entsprechenden zugespitzten, eiförmigen, länglichen Hüllen und dann später fällt diese Stelle auch ab. Die duften, ich habe schon erwähnt, und manchmal hat man bis zu 20 Blüten in einer Scheindolde stehen. Die Brutzwiebeln fehlen beim Bärlauch im Gegensatz zu vielen anderen Lauchgewächsen, zum Beispiel beim Weinberglauch, immer. Das heißt, er hat keine Brutzwiebeln. Die geraden Blütenstiele hier sind 2 cm lang in aller Regel. Die Blüten zeige ich euch später, es ist wirklich noch ganz früh im Jahr. Deswegen guckt man nicht so sehr in Richtung der Blüten, sondern mehr in die Richtung der Inhaltsstoffe. Und die frischen Blätter enthalten in der Regel hier etwa 0,005% Allicin. Und wenn man sie trocknet, hat man dann natürlich eine Aufkonzentration. Ich mache das, schaut vielleicht auch mal unsere Trocknungsvideos an und konserviere sie mir so. Und dann hat man hier Allicingehalte von 0,07%. Nun, dann haben wir auch noch das Allein. Und da haben wir Frischmaterialgehalte von etwa 0,5%. Und dann haben wir andere Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel auch das Methyl-L-Cystein-Sulfoxid. Also haben wir etwa 0,07% drin. Also neben diesen schwefelhaltigen Verbindungen haben wir noch andere Inhaltsstoffe, die extrem gesund sind. Und hier nochmal vielleicht auch an alle Diabetiker oder auch sonstigen Freunde der Wildkräuter. Der Bärlauch ist eine sehr zu empfehlende Pflanze im Frühjahrssalat. Enthält auch noch Flavonoide und verschiedene Spuren, allerdings nur von Prostaglandinen, nämlich A, B und F. Dann haben wir blattspezifische Lektine in den Pflanzen, die ebenfalls zur gesundheitsfördernden Wirkung beitragen. Ich habe es schon erwähnt, also wir haben die in der Regel überall verbreitet, haben einen typischen Knoblauchgeruch, besonders wenn man sie mal reibt. Und man kann die natürlich auch in der Zeit, wo die Samen ausgebildet sind oder auch die Zwiebeln sozusagen theoretisch entnehmen. Wir machen das in der Regel nicht, um ganz einfach die Pflanzen an Ort und Stelle zu belassen und für das nächste Jahr sozusagen für uns wieder da zu haben. Ja, Bärlauch kann Krankheiten entwickeln, ganz interessant, jetzt ratet mal, es sind natürlich Pilze, Rostpilze. Und da gibt es verschiedene Arten, die da drauf wachsen können. Bei uns in der Regel habe ich das noch selten gesehen. Und wenn sie so jung sind, sowieso nicht. Nur vielleicht mal der Vollständigkeit halber als Funfact für die Pilzsammler. Nun, wichtig ist natürlich auch, dass Insekten Bärlauch als Wirts- und Nahrungspflanzen benutzen. Insbesondere auch die Schwebfliegen sind hier zu nennen. Und die kann natürlich auch in den Blättern des Bärlauches beheimatet sein, nämlich die Larven. Und da muss man halt mal genauer hingucken. Allerdings bei Frost und so stark im Frühjahr wie jetzt ist das noch nicht der Fall. Ja, wichtig ist, der Bärlauch ist ein Kaltkeimer, also er braucht eine Frostperiode, bevor er keimen kann, wenn er die Samen sammelt und hat eine extreme Keimdauer. Das kann durchaus sein, dass das 2 Jahre dauert und dann vermehrt er sich aber schnell durch seine Zwiebeln, wenn er mal Fuß gefasst hat. Aber in der Regel nur bei wirklichen schönen, feuchten Stellen, wo er große Horste bildet und dann eben auch im Anbau durchaus mal eingedämmt werden muss. Wir haben das im Garten probiert. Ich kann euch sagen, bei uns ist es so richtig krass trocken mit unseren Lehmböden hier. Also das wirkt nichts. Und ich sammle ihn lieber an den entsprechenden Bachläufen oder auch direkt im Wald an feuchten, schattigen Stellen, wo er überaus häufig ist. Ich habe schon gesagt, eigentlich ist er im Prinzip bis in Höhenlagen von 1900 Metern, also den Voralpen, überall gut zu finden. Er wächst besonders gern im Süden, also hier vor den Toren Basel. Da ist er gar nicht selten. Aber er ist in weiten Teilen, auch in Deutschland, überall zu finden, besonders in schattigen Stellen, in Wäldern, in kalkliebenden Buchenwäldern, die wir hier natürlich auch haben. Und dann muss man vielleicht noch erwähnen, dass er in manchen Standorten, insbesondere im Norden Deutschlands, durchaus auf der roten Liste ist und geschützt ist und nicht gesammelt werden sollte. Also insbesondere gilt das so für Bereiche, wenn man schaut, so Brandenburg, Hamburg, wo er relativ seltener ist. Aber auch dort gibt es Auenbereiche und entsprechende Lagen größerer Flüsse, wo man ihn überall finden kann. Nun, wenn die Pilze etwas rarer sind und das ist im Frühjahr nun mal eine pilzarme Zeit, dann gibt es Salate, Wildkräutersalate und die Pilze der Saison obendrauf. In erster Linie fallen mir da die Fichtenzapfenrüblinge ein, aber das gibt's nächste Woche. Im Moment schauen wir uns also hier ein bisschen um und genießen die ersten Wildkräutersalate. Rezepte dazu später im Kanal.
Ja, hier direkt am Wasser, dann wächst der Bärlauch schon, wo es geschützt ist und die Sonne hinscheint. Ja, du hast auch ein Bärlauchblatt gefunden. Sehr gut. Und hier wachsen natürlich auch andere Sachen wie Ahornstab und ähnliches, was eben aufgrund der Oxalsäuregehalte überhaupt nicht essbar wäre. Also richtig nadelig, unangenehm. Das ist hier natürlich der Bärlauch. Und dann nehmen wir uns ein bisschen was mit. Und das schmeckt natürlich fantastisch in den Salaten. Du kriegst auch gleich noch welche. Und da haben wir einen wunderschönen Korb. Ja, was kann man noch so finden um die Zeit? Wie gesagt, das Waldschaumkraut ist natürlich ein veritables Krautchen, was eigentlich auch schon da sein sollte. Schauen wir mal. So, erstmal kurz ein bisschen ernten. So, jetzt können wir ein bisschen weitergehen. Und die Sonne scheint hier wunderbar auf die ersten Bärlauchblätter. Und hier schaut mal, der Frühling beginnt. Da kommen die Primeln heraus, nicht? Also hier ganz klar bald die Blüten zu sehen. Das ist hier eine wunderschöne Frühjahrsanzeigerin. Ja, natürlich auch eine Heilpflanze. Aber heute schauen wir noch mal so ein bisschen hier entlang, ob wir noch ein bisschen was für einen essbaren Salat finden. Mit Fichtensapfenrübling obendrauf. Ja, und hier an diesem wunderschönen, ja, kleinen Bach, da wächst natürlich hier richtig schön viel Bärlauch. Also wunderschöne, hier schon recht große Blätter. Also wo die Sonne hinscheint, da wächst eine ganze Menge. Der Bärlauch ist ja überhaupt nicht selten. Also wenn man die hier nur einzelne Blätter aus so einem Zwiebelverbund herausnimmt, das tut dem gar nichts. Und der ist hier, naja, wenn man in ein, zwei Wochen schaut, da ist ja mehr Bärlauch wie Rasen. Und der frische, tolle Geruch, der steigt gleich auf, wenn man die Blätter hier entsprechend rausnimmt. Ja, Vorsicht vor solchen Kameraden, da ist kein Bärlauch. Ja, und hier hat man dann gleich einen schönen Frühlingssalat. Der ist nicht nur gesund, der ist auch richtig gut. Und gleichzeitig ist es gut für die Laune nach dem doch etwas längeren Winter. Und die Zwiebel? Die Zwiebel? Die Zwiebel vom Bärlauch habe ich vorhin gezeigt, bei den Maulwurfshügeln. Die steckt hier etwa 5 bis 10 cm tief im Boden und da bleibt sie auch. Denn da treibt dann immer wieder jedes Jahr neuer Bärlauch. Und der ist hier überhaupt nicht selten. Die gibt es hier in rauen Mengen. So, und die anderen Frühlingspflanzen, die treiben jetzt auch langsam aus. Also, wir haben schon Primeln gesehen. Was sich noch ein bisschen rar macht, ist das Schaumkraut. Das Wiesenschaumkraut ist auch später im Jahr. Das Waldschaumkraut, dem ist es noch etwas zu kalt. Was hast du? Das ist von einer Haselnuss der männliche Blütenstand. So, und die ist wahrscheinlich direkt über uns. So, und jetzt schauen wir mal so ein bisschen, dass wir noch was zusammenkriegen. Meine Pilzfrau ist auch eine Kräuterfrau und ich natürlich auch. Zwar ein Kräutermann, aber wir lieben Wildkräuter. Und wir haben euch ja schon mal gefragt, ob euch das interessiert. Also es wäre schön, wenn ihr uns dazu auch einen Kommentar da lasst. Denn natürlich, wer Pilze zubereitet, der braucht auch viele Kräuter. Und die gibt es im Wald und natürlich auch im Garten, das ist klar. Aber wir sammeln auch wirklich gern im Wald die Frühlingskräuter. Das ist eine Abwechslung. Die schmeckt richtig gut und ganz nebenbei ist es auch schön rauszukommen. Denn sonst kriegt man ja in der Wohnung einen Budenkoller und da habe ich jetzt genug von. Es reicht, wir wollen wieder Pilze und Kräuter sammeln. So, also fürs Erste bleibt es heute wahrscheinlich beim Bärlauch, wie es so aussieht. Und später, dann werden wir uns auch noch die ganzen Schaumkräuter und anderen Frühlingskräuter mit anschauen, die noch nicht so richtig groß da sind, dürfen noch ein bisschen wachsen. Hast du was gefunden? Jawohl. Aber mir zeigen, was du in den Korb tust, okay? Ja gut. Also, ein bisschen Bärlauch. Das reicht, denke ich, für den heutigen Salat. Die anderen lassen wir größer werden. Und ihr seht, also ich könnte jetzt hier wahrscheinlich auch schon sammeln. In etwa 14 Tagen ist hier alles grün davon. Und es riecht hier nach Bärlauchwiesen. Zeige ich euch vielleicht auch. Denn dann werden wir auch nach den entsprechenden Morcheln und den Spitzmorcheln schauen. So, jetzt sammeln wir noch ein paar und dann verabschieden wir uns für heute. Zuletzt, wer vielleicht noch nicht Bärlauch kennt, wobei die meisten von euch kennen den sicher, nochmal die Erkennungsmerkmale. Als erstes der Stiel. Nun, ein sicheres Unterscheidungsmerkmal ist natürlich immer das gestielte Blatt des Bärlauchs und er hat immer einen eigenen Stiel. Die Blätter der Herbstzeitlosen, die eben extrem giftig wären aufgrund des Kolchizingehaltes, sogar tödlich giftig, sind stets ungestielt. Also Stiele, Blätter.
Wichtig ist, dass die Verwechslungspartner, also hier die Herbstzeitlosen, eben auch immer in einer Rosette wachsen, während der Bärlauch in solchen Gruppen zusammenwächst mit einem durchaus 4 bis 5 cm gestielten Blatt. Gefährlich ist es immer, wenn sie so klein sind wie hier, denn da sieht man die Stiele noch nicht. Ja, weitere Verwechslungspartner wären die Maiglöckchen hier. Da wachsen immer mehrere Blätter stängelumfassend. Und hier eine Verwechslung vorzubeugen, empfiehlt es sich immer, die Bärlauchblätter einzeln zu sammeln, also nicht irgendwie Hände zu nehmen und abzurupfen und Blatt für Blatt am Stiel zu pflücken und zu erkennen und zu trennen. Mache ich übrigens auch, wenn ihr mal genau hinschaut. Nun, das weitere Erkennungsmerkmal, natürlich das Blatt. Das ist wichtig, dass er eine matte Unterseite hat und eine glänzende Oberseite. Das Blatt ist matt, sozusagen generell von unten, und hat auch deutlich spürbare Blattnarben an der Rückseite. Die Blätter des Maiglöckchens, also eines giftigen Verwechslungspartners, nicht? Ihr kennt alle das Convallaria toxin, Convallaria maialis, das Maiglöckchen, oder auch der Herbstzeitlosen, sind auf der Unterseite nie matt, sie sind glänzend. Also beim Bärlauch genau andersrum, Oberseite glatt und schön glänzend, Unterseite matt. Da ist man auf der besseren Seite. Ja, wichtig, die Blüten, wenn sie denn schon da sind, da kann man ihn natürlich schön erkennen. Sie wachsen in Dolden mit weißen, sternförmigen Einzelblüten, die aber oft erst hier März oder auch teilweise Mitte April erscheinen. Herbstzeitlosen natürlich haben im Herbst ihre Blüte und keine Blätter, bilden die Blätter eben jetzt im Frühling aus und haben keine Blüten. Dann bei Maiglöckchen, ihr kennt es schon, sie haben natürlich kleine weiße Glöckchen. So, leider ist es nun so, dass die Bärlauchblätter mit der Blüte oft zäh werden und auch etwas bitter. Daher empfiehlt man sie vor der Blüte zu sammeln. Nun, ich sammle die trotzdem auch in der Blüte. Ich kann das nicht ganz so sehr wirklich feststellen. Knospen sind ebenfalls essbar und man kann sie auch für Wildkräutersalate einsetzen oder auch als Kapern einlegen. Und das machen wir auch entsprechend. Also, der Bärlauch ist eigentlich eine wirklich gut zu erkennende und weit verbreitete Pflanze. Ja, dann muss man dazu noch bei der ganzen Geschichte sagen, wenn ihr euch nicht sicher seid, lasst die Blätter größer wachsen und auswachsen, dann kann man das ganz gut erkennen und sie auch sicher von den anderen, ja, Pflanzen und insbesondere hier die tödlichen, giftigen Verwechslungspartner, eben die Herbstzeitlose und dem Maiglöckchen, unterscheiden. Also ich persönlich denke, man kann das wirklich ganz gut machen und wenn ihr euch nicht sicher seid, reißt sie ab, zerreibt sie und riecht dran. Schon an jedem einzelnen Blatt, auch wenn sie etwas älter sind, ist der Geruch auch ein super Bestimmungsmerkmal und sehr, sehr typisch. Wartet vielleicht, bis sie größer sind. Ich erkenne die natürlich und sammle die auch in so kleinen Stadien. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und jetzt einfach nur noch mal zum Genießen die ersten wirklichen schönen Bärlauchblätter hier. Bisher waren sie noch zu klein und hier gibt es immer noch Bodenfröste. Das stört die Pflanzen gar nicht. Die wachsen dann ruhig weiter. Ja, nochmal hier typisch zu erkennen an diesem Bach und an diesem Wasserlauf. Die ersten richtig schönen grünen Tupfen im Wald für den Wildkräutersalat. Kann man übrigens auch wunderbar trocknen mit dem Gerät, das in unseren Trocknungsvideos gezeigt ist. Dann behalten Sie Ihre Farbe, Ihren Geruch und auch Ihren Geschmack. Aber zu den Rezepten, Kräutersalzen und so weiter später im Jahr. Ich hoffe, euch gefällt dieser kleine Tupfer und Ausflug ins Frühling, denn es ist noch relativ eintönig. Der Pilzwald, der erwacht erst und im Moment ist es noch wirklich früh im Jahr. Aber der Frühling kommt und es geht los. Und die frühen, wunderschönen Blattspitzen hier sind ein sicheres Zeichen. Ich hoffe, euch gefallen auch diese kleinen, etwas anderen Kräutervideos. Denn wer Pilze sammelt, der muss auch Kräuter sammeln. Das ist natürlich so. Und dann schmeckt das Ganze nochmal so gut. Lasst uns vielleicht einen Daumen hoch da, ein Abo. Wir freuen uns über jeden Pilzsammler oder Kräuterliebhaber, der uns begleitet. Und seid willkommen hier auf unserem Kanal. Bis bald für die nächsten Pilztouren und Kräutertouren. Wir sehen uns. Bis bald im Wald.